Hallo, ein neues Video von der KEBU. Mein Name ist Andres. Im heutigen Video geht es um KEBU Bitumenbänder. Wir sind der einzige Hersteller, der 5 verschiedene Bitumenbänder produziert. Auf der einen Seite die Bitumenbänder nach der Norm, nach der DIN EN1268 und der DIN 30672 in der Belastungsklasse B bis einer Dauerbetriebstemperatur von 30 Grad und einmal auf der anderen Seite in Anlehnung an die Normen DIN EN10300 und DIN 30672 für Sonderanwendungen, wie zum Beispiel Behälterbau oder Bodenluftzonen. Wir werden uns mal mit den Bändern befassen, die nach Norm sind. Gibt es 3 verschiedene Varianten. Einmal das Bitumband GW, modifiziertes Bitumen mit einem Glasgewebeträger, das KEBU Bitumband Spezial, modifiziertes Bitumen mit einem Kunststoffgewebeträger und das Polyco Acryl, ein kunststoffmodifiziertes Bitumenband. Auf der anderen Seite 2 Produkte für die Sonderanwendung. Einmal unser KEBU Bitumband GWHT für den Behälterbau. Nach dem Typ A 5,5. Das heißt, ich muss eine Mindestschichtstärke von 5,5 mm aufbringen. Das heißt, ich muss doppellagig im Nahtversatz kleben. Und einmal das Polycor KEBU Bitumenband Polycor GWKF für Bodenluftzonen, wo ich 4-lagig im Treppenformat das an Bodenluftzonen aufbringe. Ich werde euch jetzt an einer Schweißnaht den 150 das KEBU Bitumenband Spezial vorstellen. Die zu beschichtenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Ölige bzw. fettige Verschmutzung müssen mit einem geeigneten Reiniger entfernt werden. Werkseitig sind die Kanten der PE-Werkshüllung angeschrägt. Es muss gewährleistet sein, dass sich unter der Nachhüllung keine Hohlräume bilden können. Ist dieses nicht auszuschließen, müssen die Kanten mit einem geeigneten Werkzeug angeschrägt werden, zum Beispiel mit einer Raspel mit halbrundem Blatt. Der zu beschichtende Bereich muss mit der Propanflamme getrocknet werden. Je ca. 100 mm der angrenzenden Werkshüllung und die Stahlfläche werden nun mit der Handradbürste oder Schmirgelein aufgeraut und anschließend wird der Schleifstaub entfernt. Unser KEBU Sulfuranstrich B3 wird gründlich aufgerührt und auf dem gesamten Bereich der Nachmüllung mittels Pinsel oder Farbrolle dünn aufgetragen. Die Trockenzeit beträgt hier mindestens 5 Minuten. Die einzelnen Bandabschnitte werden mit einem heißen Spachtel abgelenkt und müssen ca. 50 mm länger sein als der Rohrumfang. Es muss sichergestellt sein, dass das Bitumenband noch auf einen ausreichend erwärmten Untergrund aufgebracht wird. Gegebenenfalls muss die Fläche nochmals erwärmt werden. Die Bandabschnitte werden mit der Propanflamme so lange erhitzt, bis 0,5 mm bis 1 mm der Bitumendickschicht fließfähig angeschmolzen sind. Unser KEBU Bitumenband wird nun unter Zug faltenfrei auf die zum Hüllende Fläche aufgebracht und mit der Hand gut angedrückt. Die angrenzende Werkshüllung wird mit mindestens 50 mm in die Nachhüllung mit einbezogen. Trennfolien und Talkumpulver müssen vor der Überlappung abgeflämt werden und die Kanten mit einem heißen Spachtel geglättet werden. Die Überlappung der einzelnen Bandabschnitte betragen 30 mm. Ihr konntet sehen, dass das Arbeiten mit Bitumenbändern anspruchsvoll ist. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem deutlich darstellen, wie man mit Bitumenbändern arbeitet. Natürlich sind wie immer alle Produktdatenblätter in dem Video verlinkt. Habt ihr weitere Fragen oder Anmerkungen, kontaktiert uns. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.